Schon wieder im Stress, Herr Gammenthaler? Muss um 5 im Wallis sein. Aber es ist doch erst 3. Jetzt würde mir Cartman noch zu Fuß längen. Ich bin gerne pünktlich bei den Leuten. Ankunft 15.17 Uhr. Neuberechnung. Staubedingte Verzögerung auf Route 1 Stunde und. Jetzt nur ein Aargauer auf der Gasse. Stau zwischen Basel und Stau auf Feurischen, St. Gallen und Winterthur, Stunden Wartezeit. Der Werner Knacki aus Hunzenschwil grüßt alle, die auch im Gubrist im Stau stehen. Mit dem Göhler-Song «Kommen nie mehr heim». 5 wird im Fall etwas knapp. Gammenthaler? Herr Gammenthaler, es tut mir leid, aber ich glaube, ihr müsst noch einmal durchkommen. Ihr habt euren Rucksack hier liegen lassen. Nein, das ist nicht möglich. Ich bin seit 2 Stunden unterwegs. Ich komme ihn holen. Merci vielmals. Vielen herzlichen Dank. Dankeschön. Schönen guten Abend. Ja, guten Abend und herzlich willkommen zu Querdenker. Heute geht es um Stau, ein Thema, das mich ganz persönlich betrifft. Ich bin viel mit dem Auto unterwegs in unserem verstopften Verkehrsnetz und es nervt mich. Und ich bin nicht der Einzige, der sich nervt. 2015 hat Auto Swiss in einer Umfrage herausgefunden, dass 70% der Autofahrer Stau als ein ernsthaftes Problem empfinden. Und da haben wir doch auch schon die Lösung. Wenn diese 70% glaub, von Anfang an würden daheim bleiben, dann wäre das Problem erledigt. Wer auch hätte können daheim bleiben, aber auch heute bei uns ist, ist der Publikumsrepräsentant, der Herr Chen. Grüezi wohl, ja, für mich. Ist auch nicht unbedingt das Vergnügen, aber Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser, gelten Sie, Herr Gabatuler. Gammenthaler. Noch etwas zu der letzten Sendung, wo wir noch in den kommen. Wir können am Schluss alles miteinander. Ja. Danke vielmals, Herr Chen, am Schluss. Stau ist das Thema, warum läuft es nicht auf der Straße? Ich meine, das ist allen klar, weil es die anderen Autofahrer einfach nicht können. Das weiss jeder da innen, es hat zu viel Doppeln auf der Straße. Nein, ist doch wahr. Und was mir an denen immer wieder auffällt, und ich sage es jetzt mal diplomatisch, die meisten sind auch noch, was ist das Fachwort? Vollpfosten. Nein, wirklich, also mit dem Autofahren ist es wie mit dem Schachspielen. Man wüsste schon, wie es geht. Das Dumme ist einfach, es macht nicht jemand anderes mit. Gut, wenn Sie jetzt, sagen wir mal, im tiefsten Emmital wohnen, dann wissen Sie gar nicht, von was ich rede, oder? Wenn bei denen irgendwie 2 Traktoren mehr als sonst hintereinander stehen, dann denken die schon, aha, Gewerbeausstellung, oder? Gut, ich gebe es zu, ich habe die schlimmste mögliche Kombination. Ich wohne im Aargau, ne, und ich arbeite in Zürich, ganz blöd, weil am Gubristunnel gibt es am meisten Stau von der Schweiz. 5'000 Stunden pro Jahr. Der Stau entsteht, weil ganz viele Aargauer nach Zürich müssen. Dort, wenn sie dort sind, werden sie empfangen mit den ewig gleichen blöden weissen Sockensprüchen. Das regt die so dermaßen auf, dass fluchtartig Zürich wieder verlässt, was prompt wieder zu Stau führt am Gubristunnel. Gut, es gibt auch viele Aargauer Autos. Also, wenn man alle Autos, die mit AG gekennzeichnet sind, würde hintereinander aufreihen, gäbe das erwiesenermaßen Kolonnen von Aarau bis Marseille. Dafür wäre der Gubrist wieder frei. Aber es gibt nicht nur am Gubrist Stau, sondern auch an anderen Orten in der Schweiz. Schauen wir das Ganze mal etwas genauer an. Pro Jahr gibt es in der Schweiz 21.541 Staustunden. Man kann das auch einfacher sagen: pro Jahr gibt es 897,5 Stautage. Man kann es noch einfacher sagen: pro Jahr gibt es 2,5 Jahre Stau.
Also wir Schweizer stehen miteinander in einem Jahr, zweieinhalb Jahre im Stau. Leider lässt sich die Rechnung nicht auf lohnenswertere Geschichten ausdehnen. Dann wären die Ferien plötzlich wahnsinnig lang. Wir könnten schon mit 9 eine Lehre anfangen. Und es gibt schlagartig mehr gute Liebhaber. Aber gut, bleiben wir beim Stau. Wie lange steht jeder Schweizer jedes Jahr durchschnittlich im Stau? 9,6 Sekunden. Nur, ich stehe stundenlang im Stau. Für welchen Ego-Arsch bin ich die ganze Zeit am Kompensieren? Abgesehen davon, dass Stau nervt, ist es ein ziemlich freakiges Forschungsgebiet. Da gibt es zum Beispiel den sogenannten Phantomstau. Der entsteht wegen dem Schmetterlingseffekt. Der heisst so, weil man davon ausgeht, dass eine kleine Veränderung in einem empfindlichen System eine grosse Wirkung erzeugen kann. Also das heisst, einer bremst mal ganz kurz, ein bisschen zu fest, und schon gibt es eine sogenannte unsichtbare Welle. Die setzt sich dann fort im Stau, immer weiter hinten, und etliche Kilometer weiter hinten haben wir dann den Stau. Wir landen sowieso bei der Stauforschung ganz schnell bei der Tierwelt. Stauforscher haben zum Beispiel herausgefunden, warum es bei Ameisenstraßen praktisch nie einen Stau gibt. Weil die alle relativ gleich schnell unterwegs sind. Das heisst also, bei denen gibt es keine tiefer geleitete Tuning-Ameisen. Ja, um das Problem in den Griff zu bekommen, brauchen wir ein paar quere Gedankengänge. Sollen wir einfach radikal alles von daheim aus machen? Ja, wer im Haus bleibt, der verstopft keine Straße. Oder ist Stau in Tat und Wahrheit etwas Gutes? Sozusagen Stau als Chance. Oder müssen wir in Zukunft unsere Autos in die Höhe bauen? Ja, das würde Platz sparen und in der Höhe oben hat es noch Luft. Um an solchen Ideen umzustudieren, habe ich mir einen prominenten Gast eingeladen. Und er hat als Satiriker und Autor schon manche mit seinem queren Denken ein bisschen vor den Kopf gestoßen. Energie ist gleich Masse. Einfach mal Lichtgeschwindigkeit im Quadrat, aber das ist nur eine Mengenangabe. Das zeigt nur, wie viel Energie in der Masse drinsteckt. Aber Energie ist gleich Masse. E gleich mc². Diese Formel bedeutet, wenn wir einen dicken Menschen in Licht umwandeln, dann leuchtet der länger als ein dünner Mensch. Und da ist der Andreas Thiel. Schön, dass du da bist. Merci. Wer bist du? Ich bin Andreas Thiel, ich bin 45. du beherrschst es wirklich meisterhaft, dafür zu sorgen, dass man von dir redet, dass man informiert ist. Was ist das Nächste, was man von deiner Ecke erwarten kann? Jetzt geht es das Manuskript für ein Buch, nächstes Buch abgeben. Das kommt jetzt aus irgendwie November, Dezember, es geht um Political Correctness. Es heisst Intellect mich. Also darf einer, der offiziell anerkannter Provokateur ist, überhaupt ein Buch schreiben über Political Correctness? Ja, es geht ja um Political Correctness und nicht um Anstand. Man liest ja überall, dass du nicht mehr so viel Auftritt hast und dass es nicht mehr so viele Zuschauer hat in den Theatern und so. Hast du darum jetzt angefangen, Bücher zu schreiben? Ja, also die meisten machen ja ihr Hobby zu ihrem Beruf, zu mir in der Öffentlichkeit. Mir ist es umgekehrt, mein Beruf ist zu einem Hobby geworden. Da quasi die ganze Theaterszene sich von mir abwenden, ist es ein schwierig zu sagen. Aber es gibt schlichtweg praktisch keine Theater mehr, die Verträge mit mir machen. Vertrag sogar aufgelöst, das heisst, jetzt muss ich etwas anderes machen. Jetzt schreibe ich auch Bücher. Es gibt ja noch viel zu tun auf dieser Welt. Es ist noch lange nicht aufgeräumt. Ist das auch ein Problem für dich persönlich? Du, gell, das, mit Auftritt sind zwei Seiten. Das eine ist, man fährt zur Nacht hey. Das ist sehr schön. Aber hinfahren kommst du natürlich voll in die Rush-Hour. Und dann ist das Stau ein Problem.
Aber nur, falls man der Zweite ist oder der Dritte im Stall oder noch weit hinten. Wenn der Vorderste ist, ist es nicht so ein Problem. Ist doch gemütlich, oder? Du kannst so mit 100 auf der Überholspur fahren. Wenn hinten einer den Blinker setzt, setzt sich der Blinker an. Winkst ein bisschen im Rückspiegel. Wenn er anfängt, die Licht zu ein bisschen abbremsen. Du geniessest das richtig gehend, den Vorderste im Stau. Also, Leute, die sich nerven über den Stau, denen ist eigentlich wurscht, wo genau das sind. Aber einer, der hat jetzt schon eine Lösung gefunden. قط الدمون يوم لا ينفع الندم الذي بيته من الزجاج لا يرجم الناس بالحجارة من أنتم؟ أنا يخلي جثمان الشهيد عبد السلام بو منيار أول شهيد سقط في الخمس عام 1911 دقت ساعة العمل دقت ساعة الزحف دقت ساعة الانتصار لا رجوع إلى الأمام إلى الأمام إلى الأمام Erstaunliche Parallelen. Der Mann nimmt kein Blatt vor den Mund. Der Mann fährt gerne dicke Autos, genau wie du. Ja. Wobei, sein Problem ist eigentlich, wenn wir ehrlich sind, nicht der Stau. Oder? In der Wüste ist wenig Stau. In der Wüste ist ein anderes Problem. Man sieht nie einen Sendemast, aber dadurch, dass es kein unterwegs ist und keine Hindernisse, haben wir unglaublich weit Handyempfang. Und das eben vor allem in Rajasthan. Unterwegs war mit Kameltrieben in der Wüste. Und das Problem, du denkst, es ist still in der Wüste. Nein, du hast immer ein oder zwei Kameltrieben, die ihrem Kamel den ganzen Tag an einem Handy telefonieren. Also, glaube, man müsste das Handy, Benutzung des Handy auf dem Kamel, das müsste man vielleicht mal anschauen. Das wäre sehr wahrscheinlich ein interessantes Thema für die nächste Querdenkersendung. Ich glaube, es ist auch etwas, das sehr viele Leute beschäftigt. Aber heute geht es um Stau. Okay? Es geht um wirklich gute Lösungen, um den Stau in den Griff zu bekommen. Und ich glaube, der erste Ansatz, den wir mal machen wollen, ist, dass wir versuchen, das Ganze im Hirn zu lösen. Ich glaube, die Leute müssen ihre Einstellung zum Autofahren verändern. Autofahren wird total idealisiert. Kein Wunder bei solchen Werbungen. Und ich finde, man müsste genau gleich wie bei der Zigarettenwerbung gesetzlich dafür sorgen, dass ehrlich geworben wird. Zum Beispiel so. Da hast du einfach keine Lust mehr, um ein Auto zu kaufen, oder? Ja, so sieht die Realität aus. Mhm. Man müsste jetzt vielleicht. Ich weiss, die Wüste in Rajasthan ist ein schlechtes Beispiel. Ja, aber in Indien gibt es ja auch Strassen, oder? Mhm. Und das ist ja die gleiche Situation wie hier. Nur dort fließt der Verkehr. Also, die Inder können jetzt locker aus ihrer. Sechsspurige Autobahn, eine zwölfspurige Autobahn machen. Und, oder wenn jetzt einer entgegenkommt, dann weicht man einfach aus. Man geht nebenan auf einen Acker oder so. Aber wenn man Ausfahrt verpasst, dann tut man Warnblinker setzen, dreht, also auf der Autobahn, also Volllicht rein, in Indien, hupen und dann weichen alle aus. Man muss auch mit der Nacht in Indien auf der Autobahn rechnen, dass ein Lastwagen einem entgegenkommt, auf der eigenen Spur, ohne Licht. Aber es funktioniert. Man kann sogar in Indien bei einem Kreisverkehr, bei einem dreispurigen Kreisverkehr, kann man auf beide Seiten durch. Man geht einfach dort, wo es mehr Platz hat. Hast du nicht das Gefühl, dass das mit der Mentalität zu tun hat? Im Sinne von, wenn man an Wiedergeburt glaubt, ist es auch wurscht, auf welcher Seite dass man durchgeht im Kreis. Das hat sicher mit dem zu tun. Es passiert auch im Himalaya, wenn du jetzt die höchsten befahrbaren Pässe der Welt, die sind über 5000 Meter hoch, und dort fahren Lastwagen. Und dort kann es durchaus sein, dass man auf der einen Seite eine Felswand hat, auf der anderen Seite auch eine Felswand, einfach gegeben. Und dass einem ein Lastwagen entgegenkommt. Und er kann natürlich nicht bremsen, wenn er oben runterkommt, zum Beispiel. Und wenn man unten raufkommt im Auto, dann sieht man den Lastwagen schon für so machen. Das ist alles Schicksal. Wir haben zwei Möglichkeiten. Entweder presst man sich so an die Felswand oder man riskiert, dass ein oder andere über den Abgrund rausgeht und man knapp vorbeikommt. Und wenn man runterschaut, sieht man dann auch so Lastwagenwracks verrostet in den Schluchten.
Es ist natürlich mit so einem Skelett, das so drin liegt. Ja. Ja. Die Inder haben eine komplett andere Realität. Oder? Und das ist das, was bei uns ja das Thema ist. Wir haben die Realität, dass Autofahren etwas ist, was einem frei macht. Oder ich will noch mal schön zurückkommen zu virtuellen Welten. Zum Beispiel die Gamer, die noch nicht Auto fahren dürfen, haben das Gefühl, es sei dann so auf der Straße. Autofahren ist so geil, oder? Gut, es hat ein paar Game-Programmierer, die haben jetzt schon angefangen, die virtuelle Realität ein bisschen umzuprogrammieren. Sagen, okay, sind wir ehrlich, es ist so. Aber das machen sie auch nur, weil sie wissen, dass man mit einem Knöpfchen drücken alles kann wegblasen, was einem nicht passt. Hättest du nicht manchmal auch gerne so ein Knöpfchen? Ja, das wäre jetzt natürlich der islamische Weg, dass man sich den Weg ins Paradies frei sprengt. Es ist schon lösungsorientiert, muss ich sagen. Also, das Ziel, oder? Ja, wir Christen, wir würden jetzt eher sagen, wenn die eine links überholt, lass auch noch rechts überholen. Oder, Also, dass die Schweizer nicht Auto fahren können, ist im Fall wissenschaftlich bewiesen. Also, ich habe hier einen anderen Querdenker dazu in Direktschaltung bei mir. Und zwar ist das der Professor Dr. Laubfall. Heute zum Thema Stau. Guten Abend. Guten Abend, Herr Gammenthaler. Sie haben recht, ich habe bereits im 97 in meiner Staustudie im Auftrag vom Verkehrsamt Basel-Stadt die endgültige Lösung zur Stauverhinderung dargelegt. Dort habe ich über 1000 Autofahrer ihr Verhalten analysiert und die Daten in akribischer Kleinstarbeit ausgewertet und bin, ich würde sagen, zu einem überraschenden Resultat gekommen. Stau entsteht, weil die Autofahrer nicht richtig Autofahren. Wie geht es richtig? Ich sage es Ihnen. Sie müssen bei gleichbleibender Geschwindigkeit Abstand halten. Sie sollten nicht ständig Spur wechseln. Sie sollten nicht sich zögerlich verhalten bei Ein- und Abfahrten. Und sie sollten nicht vor sich anträumen, weil das die sogenannte Trödelwahrscheinlichkeit erhöht. Aber das verstehen Sie ja nicht, die Schafsäckel, die Verreckten. Ja, und trotzdem gibt es immer noch Stau, oder? Genau darum gibt es immer noch. Trotzdem, ich würde jederzeit ins Auto sitzen und zu Ihnen ins Plaza kommen, Herr Gabenthaler. Jederzeit. Ja, danke vielmals für das Angebot und schönen Abend, Herr Professor Laubfall. Ich habe es ja gesagt, das ist das grosse Thema. Oder? Sie können es einfach nicht. Aber, und so lange werden wir Stau haben. Und ich habe noch einen anderen Lösungsvorschlag. Und an den habe ich gedacht, wo du vorher von den situationsergebenen Inder erzählt hast. Vielleicht müssen wir einfach wirklich spirituell dahinter. Wir haben sogar einen Werbespot für das parat gemacht, der uns vielleicht hilft, Stau als etwas Gutes anzuschauen. Einstanden. Ich bin 10'000 Auto, glänzende, farbige Kiste. Ich glitzere in der Sonne, ich leuchte in der Nacht. Ich bin eins und ich bin alle. Ich bin gestern und ich bin heute. Zeit fließt und ich stande. Ich bin Stau, von Menschen gemacht. Andrew, kannst du am Stau etwas Gutes abgewinnen? Ja, also ich stehe ja tatsächlich sehr viel im Stau, weil ich dort viel unterwegs bin. Was machst du denn? Ich höre Hörbücher. Also ich höre einfach Bücher, ungekürzte Lesungen. Und je länger der Stau geht, desto bildender ist das für mich. Also du nutzt die Zeit, quasi wirklich ein schlauerer Mensch zu werden? Ja, also das habe ich schon immer gemacht. Früher zum Beispiel bin ich das einfach weitergefahren. Wenn jetzt irgendwie Tolstoi ist Krieg und Frieden, das ich weiß auch nicht, will ich irgendwie 300 Stunden gelesen. Wenn ich von Nacht von St. Gallen vom Theater bin nach Bern zurückgefahren, dann war es so spannend. Ich bin nämlich noch weitergefahren nach Lausanne. Dann bin ich getankt und wieder zurückgefahren nach Bern.
Heute habe ich gleich lang von St. Gallen nach Bern, wenn ich über Lausanne kehren würde, aber ich verbrauche weniger Benzin. Perfekt. Ich meine, wenn es den Stau schon gibt, dann nutzen wir ihn doch. Wer weiß, vielleicht sitzt die nächste grosse Liebe nur ein, zwei Autolängen vor einem. Und man weiß es nicht. Und um herauszufinden, ob das so ist, haben wir eine App entwickelt. Das basiert so ein bisschen auf der Dating-Plattform Tinder. Unsere Stau-Version heisst «Geschwinder». Und das sieht dann etwa so aus. Voilà, da Chantal im Stau, ein paar Autolängen vor einem, interessiert an einem Flirt. Wenn einem die jetzt nicht gefällt, dann könnte man sagen, hey, komm, wir wischen einfach eins weiter. Voilà. Dann kommen wir zu der Barbara, oder? Und wenn man findet, ja, das ist jetzt auch nicht so mein Geschmack, oder? Gehen wir noch mal eins weiter. Und gut, ich muss vielleicht an meinen Settings noch etwas verändern. Aber das funktioniert. Kannst du dir vorstellen, dass du so deine Liebe finden könntest, oder? Dann müssen wir zusammen auf den Pannenstreifen oder so. Ja, jetzt, wenn ich schaue, viele Feinde, dass ich unterdessen habe, bin ich recht froh, dass sie nicht immer wissen, wer im Auto vor dran oder hinten dran ist. Das ist auch der Grund, warum sie nicht mehr Gabriolet fahren. Gehen wir einen Schritt weiter. Ich möchte jetzt mal Leute zeigen, die sich unglaublich freuen über den Stau, Jahr für Jahr, nämlich über einen ganz speziellen Stau, über den Stau am Gotthard. Familienferien mit dem Auto buchen, vorausschauende Planung. Heutzutage ist ja der Verkehr und die Staulage überhaupt nicht mehr voraussehbar. Aber als alte Hasen wissen wir inzwischen, wo der Stau hockt. Und da wollen wir hin. Wir richten uns immer noch im Urlaub in Baden-Württemberg. Da kannst du nichts falsch machen am Gotthard. Wäre ja schade, wenn man da einfach so ungehindert durchfahren könnte. Es gibt nichts Erholsameres, als die Ferien in Gotthardschau zu verbringen. Diese Ruhe, losdurchbrochen vom sanften Rauschen der Klimaanlage. Ich sag immer, den Gotthard hoch, um runterzukommen. Ihr Schweizer seid am Gotthard ja richtige Pioniere, gell? Dieses weltweit einmalige Dosiersystem. Großartig. Vorprogrammierter Stau auf verschiedenen Abschnitten. Wahnsinn. Der Gotthardstau bietet die beste Life-Drive-Balance. Wellness pur. Wir nennen es Staukneipen. 5 Minuten lang den Motor abstellen, bis es glühend heiß ist und dann Klimaanlage voller Pulle. Oh, das regt vielleicht den Kreislauf an. Oh, Schatziger, danke. Endlich mal Zeit haben für die Familie. Auch die Partnerschaft wird aufgewertet. Ich würde doch meiner Frau nie das Auto überlassen. Ne? Dazu fährt sie viel zu schlecht. Aber am Gotthard lasse ich sie gern mal 2-3 Stunden am Steuer sitzen. Bald geht's los. Ich freue mich schon auf meine ganzen Freunde und Bekannten und Verwandten. Die stehen nämlich alle auch da unten. Ja. Und das macht für mich den Gotthardstau erst so richtig zum Großevent. Wir Deutsche lieben den Stau. Darum sind wir überhaupt erst in die Schweiz gezogen. Dann kann man am Sonntag bei Stau auch mal spontan runterfahren. Genau. Tschüssi. Also wenn man wirklich will, dann kann man am Stau etwas abgewinnen. Wird sogar zur Erholung. Also jetzt haben wir verschiedene Sachen angeschaut. Wie kann man im Hirn den Mobilitätswunsch abstellen? Kann man Stau zu etwas Angenehmem machen? Und jetzt kommen wir noch zu der physischen Stauverhinderung. Können wir irgendetwas verändern? Was könnten wir anders machen, damit es wieder läuft auf der Straße? Ja, Straßenverbreiter. Also da müsste schon längst 12-spurig sein. Also von mir aus gesehen, man kann versuchen, Menschen kleiner zu machen, genetisch. Oder man macht Straßen breiter. Also gut, ich meine, klar, das würde einen Moment lang gehen. Aber es gibt ja Leute, die sagen, wenn du mehr Platz machst, hast du automatisch mehr Autos. Jetzt ist unsere Bevölkerung ist ja immer gewachsen. Also gerade so in den letzten 30, 40 Jahren sind wir die Straßen haben. Der technologische Fortschritt ist, man hat immer mehr Autos, man kann sich mehr Autos leisten, die Familie hat mehr Autos. Das heisst, der Verkehr nimmt zu. Jetzt, wenn man argumentiert, hey, wenn wir weniger Strassen machen, die so ein bisschen einschränken, Spuren abbauen, dann gibt es vielleicht auch weniger Verkehr. Also dann müssen wir quasi, wir müssen eine Geburtenkontrolle einführen. Sagen, die Bevölkerung muss wieder schrumpfen, damit wir keinen Stau haben. Und sonst, solange die Bevölkerung wächst, müssen also, Strassen mitmachen. Du meinst also weniger Verkehr durch weniger Verkehr?
finde ich unattraktiv. Oder? Aber man könnte auch statt Strassen verändern, könnte man die Autos verändern. Oder? Genau wie beim verdichteten Bauen. Die Architekten gehen die Fahrzeugdesigner inzwischen eine neue Richtung. Also ein bisschen, weg vom, vom Langen hin zum Höhen. Das ist jetzt frisurentechnisch eine sehr gute Lösung. Hast du schon ein Problem gehabt in einem Auto, dass du so hast müssen fahren? Ja, ich bin früher immer im Jaguar rumgefahren und dann musste ich ein Schiebedach aufmachen. Und deshalb fahre ich Rennschrohr, weil er einfach genug hoch ist. So, hätten wir das Product Placement auch noch erfolgreich untergeschummelt. Ja. Ich war schon mit einem Rennschrohr in der Wüste in einem Sandsturm gesehen. Lustig, jetzt, wo du fragst, merke ich gerade nein. Wenn der Sandsturm weg ist von außen, im Rennschrohr bleibt er. Das ist schon 10 Jahre nachher noch, wenn du die Lüftung anmachst, hast du Sandsturm im Auto. Ich habe noch mal etwas Ähnliches erlebt. Ich bin durch die USA gefahren. Dort hast du ja wahnsinnig viel Platz zum Fahren. Und ich habe gemerkt, dass in jedem einzelnen Motelbett Sand hatte. Ich bin immer am Morgen aufgestanden und dachte, warum hat es Sand da? Und dann habe ich herausgefunden, dass das Herr der Ringe-Buch, das ich ausgelehnt habe vom Kollegen, dass er das am Sandstrand gelesen hat in Thailand. Und jedes Mal, wenn ich umgeblättert habe, sind wieder drei Sandkörnchen rausgekommen. Das heisst, ich habe den Sand von Thailand in die USA gebracht. Also, es ist alles eine Frage der Verteilung. Ich habe jetzt einen tollen Übergang, der völlig zufällig ist. Wir müssen es einfach anders verteilen. Also, solange die Strassen nicht breiter sind und die Autos nicht höher sind, müssen wir das mit meiner eigenen revolutionären Lösung angehen, mit dem Arbeitsplatz-Leitsystem. Grund für den täglichen Pendlerstau: zu viele Menschen sind zur gleichen Zeit auf der gleichen Straße, während andere Straßen völlig frei wären. Wie kann man das ändern? Mit dem Achtung! Arbeitsplatz-Leitsystem. Das Arbeitsplatz-Leitsystem leitet den Arbeitnehmer automatisch staufrei an einen Arbeitsplatz. Der Pendler arbeitet dort, wo er am einfachsten ankommt. Heute Strassenbauer zu Wallisellen, morgen Bankdirektor zu Zürich. Das ausklügelte System erkennt freie Arbeitswege und verknüpft die Information mit dem Talentprofil des Pendlers. Auf seinem Navi sieht der Arbeitnehmer, wo es angeht. Wichtig ist, dass seine Fähigkeiten genau erfasst sind. Sonst können Pannen entstehen. Aber ein Bergführer ist sicher auch gut als Fensterputzer. Ein Chirurg kann als Metzger arbeiten. Und ein Selbstmordattentäter als Sprengmeister. Ja, man kann zeigen, was man kann. Da ein Haus, das von einem Zahnarzt gestaltet worden ist. Alles dank dem Arbeitsplatz-Leitsystem. Man muss halt einfach ein bisschen flexibel sein. Schlau, oder? Ja, das tut neue Perspektiven auf. Also, wenn man jetzt zum Beispiel an verlängerten Wochenenden, an Ostern oder Pfingsten, wenn Stau ist am Gotthard, dann kann man die Zürcher gerade von Anfang an umleiten nach Altstädten. Und dann können sie dann Ferienverrichtungsboxen, können sie dann ein Wochenende verbringen. Können wir zum Thema daheim bleiben? Das ist etwas, wo wir noch gar nicht darüber geredet haben. Warum tun wir die Mobilität nicht einfach ganz grundsätzlich einschränken? Meine Mami macht jetzt einmal pro Woche Homeoffice. Sie sagt, es gebe weniger Verkehr und sei gut für die Umwelt. Mich dünkt das ehrlich gesagt ein bisschen komisch. Mami, darf ich die Äpfel? Hast du nicht gewogen? Die Produkte aus dem Offenverkauf müssen immer abgewogen werden. Granny Smith ist die Nummer 32. Hast du Cumulus? Nein. Sammelst du Abziehbildchen? Findest du schon gut, dass Mami von dir arbeitet? Manchmal übertreibt sie es ein bisschen. Preiskracher! Zahlt sie heute 20% günstiger. Profitiert von diesem einmaligen Angebot und zweifachen Cumulus-Punkten. Der Preiskracher. Frau Bütikofer, Kasse 1, bitte. Frau Bütikofer. Hast du Cumulus? Manchmal verstehe ich die Erwachsenen schon nicht. Auf jeden Fall bin ich froh, dass der Papi als Strassenbauer nicht auch noch Homeoffice macht. Ich
Es gibt noch manche Jobs, die man von daheim aus erledigen könnte. Zum Beispiel auch Publikumsrepräsentant. Kommen wir zu Ihrem Resümee, Herr Chen, bevor Ihre Parkour abgelaufen ist. Ja, also bis jetzt bin ich ja noch gnädig. Habe das auch zugedrückt. Schließlich machen Sie das ja wahrscheinlich nicht hauptberuflich, Herr Gabatuller. Aber heute musste ich fast beide Augen zudrücken. Erstens einfach, weil das Thema nicht relevant ist. Ja, es spielt höchstens für die Rolle, die der Stau verursacht, nämlich für die Autofahrer, oder? Da muss ich sagen, selber die Schuld. Es verwundert mich auch, dass ein öffentlicher Sender nicht hinweist auf den öffentlichen Verkehr. Schließlich stecken die SBB und die SRG sonst auch unter einer Decke. Stichwort Gebührenerhöhung, oder? Und dann noch etwas im Gegensatz zum Beispiel zum Eschbacher hat diese Sendung hier ein grosses Manko, nämlich Frauen. Wir haben jetzt drei Sendungen mit drei männlichen Gästen von einem Gückel. Zu der Grundversorgung. Nein, ist so. Zu der Grundversorgung vom Service Public gehören auch Frauen. Also, für die nächste Sendung bitte einen weiblichen Gast und ein relevantes Thema. Note 5 von 20. Danke vielmals, Herr Chen. Es ist schön, wie Sie mir sukzessive immer sympathischer werden. So, damit sind wir fast am Schluss. Andreas Thiel, was ist so der letzte Tipp? Was müssen wir machen, dass der Stau hört? Also, die Sache ist einfach. Irgendwann wird der Verkehr dreidimensional. Solange er zweidimensional ist, müssen wir einfach die Straßen verbreitern, bis wir so weit sind, technologisch, dass wir alle in die Luft gehen. Also, wenn der Herr Thiel anfängt, so in die Luft zu reden, hören wir, glaube ich, auf. Der Andreas Thiel. Ja, und Sie schickt mich ins Bett mit dem Limerick zum Schluss. Ein Pärchen im Wagen mit Power, sie jung und er etwas grauer, da schreit schon die Frau, da vorne ist Stau, jetzt klebt das Paar an der Mauer. Ja, und passen Sie einfach auf der Straße, aber eigentlich ist es ja einfach, die Idioten zu erkennen. Gute Nacht. Ha ha ha.